Ein 32-Jähriger war gegen 14 Uhr mit seinem Krat Yamaha in Richtung Hundshübel unterwegs und geriet nach einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden 44-jährigen Krat Honda-Fahrer zusammen. Beide Motorradfahrer stürzten und erlitten schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Verbindungsstraße Neidhardstal Richtung Hundshübel war über 4 Stunden gesperrt. Der Sachschaden betrug 5.000 Euro. Die Feuerwehr kam zum Abbinden von auslaufenden Betriebsmitteln zum Einsatz.